wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben kurz vor 12, ich sitze gerade hier auf dem Sofa und habe gerade den zweiten Teil vom Familien-Q&A gedreht, aber das Video kam ja schon online, wenn ihr diesen Vlog seht. Ich bin gerade ein kleines bisschen bei Instagram und dachte mir, ich bleibe noch kurz hier 5 Minuten sitzen und dann fiel mir ein, dass ich ja heute einen neuen Vlog starten wollte und dass ich das doch eigentlich direkt mal machen könnte. Ich bin wieder müde, die Nacht war wieder kurz. Also das heißt kurz, eigentlich war es okay. Aber ich bin so oft wach geworden, ich musste was trinken, ich musste auf Toilette, dann habe ich nicht richtig gelegen, dann bin ich wach geworden, weil ich mich drehen musste. Boah, ey, dieses Schlafthema raubt mir den letzten Nerv, ne? Es ist schon wirklich viel besser geworden, wenn ich dann so nachts unruhig schlafe und dann so oft wach werde, ne? Wenn ich auf Toilette muss oder dies und das, und boah, da kriege ich ja schon die Krise, ne? Vor allen Dingen, was mich dann immer nervt, ist, dass ich halt Jakob dabei wecke, weil Jakob hat keinen festen Schlaf. Der schnarcht sich zwar einen ab und sägt gefühlt den halben Wald hier bei uns ab, aber der hat einen leichten Schlaf und bei jedem Mal, wo ich mich rumdrehe oder wo ich dann aufstehen muss, wird der wach. Und das ist natürlich immer doof und möchte ich eigentlich gar nicht, weil der ja so früh aufstehen muss. Dies ist ein Teufelskreis, ich sage es euch. Aber gut, da machst du nichts, würde ich mal so sagen. Ja, wie gesagt, ich habe gerade das Video gedreht und werde das jetzt gleich mal schneiden, damit es heute noch online gehen kann. Ich hoffe natürlich, also ich habe schon ganz viel Feedback von euch in den Kommentaren hier bekommen und auch bei Instagram, dass ihr es feiert, dass ich so aktiv bin. Das freut mich natürlich sehr und ich hoffe wirklich, dass es euch gefällt. Ich habe mir halt so einen kleinen Plan gemacht ab Februar und ich schaue einfach mal, wo es hingeht und wo es mich hinführt. Momentan bin ich wirklich sehr, 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 sehr motiviert. Ich hoffe natürlich, das hält an, denn das ist natürlich ein super geiles Gefühl. Freue mich auf jeden Fall, wenn es bei euch gut ankommt und wenn ihr es feiert, dass ich so aktiv bin. Ihr habt euch ja schon seit Ewigkeiten wieder Daily Vlogs oder Daily Videos gewünscht und ich habe da eigentlich einen ganz guten Weg für mich gefunden, der bisher ganz gut funktioniert und den ich jetzt einfach mal so richtig gestartet habe. Und dann freue ich mich auch auf die nächste Zeit. Und hoffe auf jeden Fall, das wird gut. Und warum ist mein Handy gerade so auf Vibration? Hallo? Jakob, der soll arbeiten. Oh nein, wie süß. Er hat mir ein Dings geschickt hier. Moment, hallo. Tschüss. Der hat mir hier so ein Dings geschickt. So ein Fuchs. Der ist ja süß. Oh. Wir schreiben eigentlich an sich den ganzen Tag über. Also klar, nicht jede Minute, weil Jakob hat natürlich auf der Arbeit auch was zu tun. Aber wir schreiben eigentlich immer irgendwie. Und auch wenn wir uns nur so ein Emoji schicken oder so. Aber wir sind irgendwie ständig in Kontakt. Das ist schon ein bisschen süß, oder? So richtig romantisch, würde ich mal sagen. Das sollte ein Lied werden. Ich habe eben auch schon... Hier, was ist das denn? Aha. Schon gefrühstückt. Und habe schon E-Mails gemacht und Überweisungen gemacht. Das hasse ich jeden Monat. Das wohlverdiente Geld geht dahin. Piu, tschüss. Boah, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, gerade meine 5 Minuten, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich auch mal eben runter zu meiner Oma und sag mal Hallo und guten Tag. Ich habe die schon gehört, die war auch schon im Flur. Die Sonne scheint wieder. Es ist so geil. Ich lieb's. Es ist zwar saukalt. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir gerade haben. Wir haben 3 Grad. Die Sonne scheint aber richtig schön. Und ich habe gerade eben auch schon mal gelüftet. Man merkt aber, dass es natürlich 3 Grad sind. Trotzdem tut die Sonne richtig gut und ist richtig gut fürs Gemüt. Ich habe eben tatsächlich schon bei jemandem auf Instagram gelesen und auch geantwortet, dass ich eigentlich nie anfällig dafür war, egal wie grau das Wetter war, egal wie lange oder sonstiges. Ich bin nie anfällig dafür gewesen, aber so mittlerweile merke ich auf jeden Fall trotzdem, ich werde, glaube ich, zu so jemandem, der so ein kleines bisschen vom Wetter abhängig ist. Also wenn jetzt so die Sonne rauskommt nach dem grauen, kalten Wetter und regnerischem Wetter, ist das so schön, ne? Man hat direkt bessere Laune und das ist einfach so, ha, toll und so. Ich freue mich so sehr auf den Frühling. Vor allen Dingen auch, dass wir im Frühling halt wieder den Garten hübsch machen und man ganz viel Zeit draußen verbringen kann. Aber diese Sonne ist einfach toll. Die scheint den ganzen Tag und scheint hier so krass rein. Also die knallt richtig. Das ist ja im Sommer auch so. Oh, das tut einfach so gut. Und ich sehe gerade, ich glaube, ich sollte mir diese Woche neue Tulpen holen. Die halten jetzt schon 1,5 Wochen. Aber irgendwie wollen die nicht so richtig. Ich hatte denen nochmal neues Wasser gegeben und nochmal angeschnitten. Aber die Blätter fangen langsam an zu vergammeln. Meine Hyazinthe, heißen die Hyazinthen, diese Blumenzwiebel, die hatte ich ja da oben hingestellt. Die steht da eigentlich auch ganz gut, die blüht richtig schön. Läutet hier gerade eine Glocke?
Ach, das ist die Kirche. Ach ja, wir haben ja 12 Uhr. Willkommen im Dorf. Ich tue gerade so, als würde ich hier gerade erst wohnen und als hätte ich diese komische Glocke da noch nie gehört. Aber gut. Ja, wir haben. Ist eigentlich, also jedes Dorf hat eigentlich so eine kleine Kapelle, ne? Das ist ja eigentlich so. Gibt es in jedem Dorf. War früher bei uns auch schon so. Und ich habe gerade vergessen, dass wir ja 12 Uhr haben und dass die ja um 12 Uhr läutet. Ich glaube, man läutet die nochmal, ich glaube um 6. Keine Ahnung, vielleicht habe ich gerade mal 5 Minuten. Aber beziehungsweise schon wahrscheinlich länger als 5 Minuten. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Mittlerweile haben wir schon kurz nach 6. Jakob ist schon zu Hause. Wir waren noch mal kurz in Gerolstein. Meine Oma brauchte noch Heu für die Kaninchen. Und wir haben noch schnell bei Lidl und bei DM ein paar Kleinigkeiten besorgt. Ich habe einmal noch Taschentücher gekauft. Dann habe ich noch ein paar Hustenbonbons bzw. so Halsbonbons gekauft. Denn Jakob, der hat die ab und zu ganz gerne. Und damit er nicht krank wird. Genauso halt so kleine Mini-Dinger, die er sich in die Tasche mitnehmen kann. Dann haben wir noch Pflaster gekauft und das auch zweimal. Dann noch eine neue Haarbürste. Ich habe mir endlich mal eine mitgenommen. Einfach so eine ganz normale eckige Haarbürste. Denn meine habe ich jetzt schon so lange und man sagt ja immer, dass man die ja, nach einer gewissen Zeit wechseln sollte. Und das habe ich schon lange nicht getan. Dann habe ich noch bei Lidl einmal Hähnchenbrust mitgenommen, war reduziert. Und dann noch die drei Sachen für Karneval. Einmal so einen richtig krass pinken Nagellack, einen pinken Lippenstift und noch solche Glitzersteinchen, die man sich aufkleben kann. Ich dachte, das ist ganz cool. Und bei Lidl habe ich dann noch Cola Vanille mitgenommen. Die hatten die immer noch für 99 Cent im Angebot. Und die trinke ich ja gefühlt nur einmal im Jahr, wenn man die sonst nirgends findet und die nie im Angebot ist. Aber das war so meine heimliche Liebe, die ich dann einmal im Jahr gefühlt so trinke. Und die war jetzt noch im Angebot. Deswegen dachte ich so, das nutze ich aus und nehme die nochmal schnell mit. Nebenbei kocht schon Jakobs Reis für die Reispfanne. Und ich werde jetzt Paprika schnibbeln und dann, ja, machen wir das Essen mal fertig. I'm
schön scheint die Sonne bitte hier rein. Das ist ja sowas von geil. Ich stehe gerade am Fenster zwischen meiner Deko. Im Hintergrund ist es ein bisschen laut, denn die Abzugshaube läuft und ich koche mir gerade ein paar Nüdelchen. Einfach weil ich habe heute noch nicht gefrühstückt und so langsam gegen Mittag bekommt mich so ein bisschen der Hunger. Oma kocht heute, aber für heute Abend, und deswegen mache ich mir jetzt einfach als kleine Zwischenmahlzeit ein paar Nüdelchen. Wie gesagt, gefrühstückt habe ich nicht, habe ich irgendwie voll verplant. Ja, dann esse ich jetzt einfach ein paar Nudeln halt. Ich habe ja schon Wohnzimmer soweit aufgeräumt, Küche auch, Staubsauger lädt gerade, dann muss ich hier nämlich auch nochmal staubsaugen. Aber ohne Akkus, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Danach werde ich mich direkt mal an den Laptop setzen und dann natürlich ein bisschen arbeiten. Das Wetter tut so gut. Das ist einfach so geil, dass die Sonne scheint. Es ist zwar so kalt, wir hatten heute Morgen, auf jeden Fall so gegen 9 Uhr, hatten wir noch hier minus 3 Grad. Oh mein Gott, minus 3 Grad. Und dann voll die Sonne, die war volle Kanne im Schlafzimmer. Und es war einfach so schön. Bin auch direkt mal am Durchlüften. Dann kommt ein bisschen frische Luft rein. Und man sieht draußen auf jeden Fall, dass es diese Nacht auf jeden Fall gefroren hat. Aber trotzdem ist es einfach so schön, dass die Sonne immer weiter rauskommt. Ich hoffe natürlich auch, dass wir nächste Woche für Karneval, für unseren Karnevalsumzug, gutes Wetter haben und wir hier nicht dann irgendwie doch noch spontan im Schnee stecken. Das wäre nicht so schön. Das würden wir selbstverständlich auch schaffen, aber natürlich ist es mit Sonnenschein am schönsten. So, ich habe jetzt eine Kleinigkeit gegessen. Die Nudeln waren richtig geil. Ich hatte im Schrank noch so eine Carbonara-Soße. Die habe ich mir einfach zu den Nudeln gemacht und war gerade eben mal unten. Habe ein bisschen mit meiner Oma gequatscht. Die ist schon fleißig für heute Abend so ein bisschen am Kochen. Die macht halt Puree-Gemüse. Das habe ich schon so ewig nicht mehr gegessen und das schmeckt nur von meiner Oma. Ich habe das auch schon selber probiert. Das war zwar auch gut, aber ihr kennt ja bestimmt auch, ne, diese Dinge. Wenn Oma die kocht, dann sind die einfach super geil. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall schon auf heute Abend. Aber meine Nudeln waren definitiv auch gut. Ich habe währenddessen gerade ein bisschen Serie geschaut, habe mir eben was zu trinken hochgebracht. Und ich benutze die so selten, weil ich auch immer vergesse, mir unterwegs da mal was mitzunehmen. Dachte mir, ich probiere den einfach jetzt hier zu Hause mal aus, dass ich den öfter benutze. Habe ich mir auf jeden Fall Eistee reingemacht. Und jetzt habe ich den Laptop, beziehungsweise der Laptop war schon an. Ich habe einfach nur Final Cut aufgemacht und wollte jetzt mal anfangen, den Vlog zu schneiden. Da wird es langsamer Zeit. Ich habe eigentlich noch Zeit. Oh, kennt ihr diese Nachmittagsmüdigkeit? Auch wenn jetzt in diesem Vlog nichts super, super Spannendes passiert ist, hoffe ich natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Und dann verabschiede ich mich und dann sehen wir uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!